Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, Frau Bundeskanzlerin, Sie werden ja hier auch gleich wieder ans Mikro treten und ausgiebig Ihre Politik loben. Aber ich finde, wenn man sich die derzeitige Politik und die derzeitige Situation ansieht, in Deutschland, in Europa und auch in der Welt, dann fragt man sich schon, und wenn man vor allen Dingen in Rechnung stellt, Ihre ganz persönliche Mitverantwortung für diese Situation, dann fragt man sich schon, wie Sie darauf auch noch stolz sein können. Ja, wir leben in einem reichen Land, das gute Autos und international gefragte Maschinen produziert. Aber es ist ein zutiefst gespaltenes Land. Es ist ein Land, wo selbst fleißige Arbeit nicht mehr vor Armut schützt und wo inzwischen die Auswahl des Elternhauses wichtiger geworden ist als die Auswahl des Berufs. Es ist ein Land, in dem kaum noch investiert wird, in dem Straßen und Brücken verrotten, in dem viele Kinder in verwahrlosten Wohngebieten aufwachsen, wo ihnen elementare Bildung vorenthalten wird. Und was tun Sie, Frau Bundeskanzlerin? Statt Problemlösungen liefern Sie Taschenspielertricks, statt solider Finanzierungen liefern Sie kreative Buchführung und statt wirtschaftspolitischer Rationalität okkulte Opferrituale vor Ihrer neuen Göttin der schwarzen Null, die Ihnen trotz aller Beschwörungsformeln im nächsten Jahr wieder nicht erfahren erscheinen wird. Denn solide öffentliche Finanzen, die gibt es eben nicht ohne eine dynamische Wirtschaft. Es gibt sie nicht ohne Konsumenten, die genug Geld in der Tasche haben, um sich ein gutes Leben leisten zu können. Und es gibt sie auch nicht ohne Unternehmen, die genau wegen dieser Nachfrage auch Anreize haben zu investieren, statt ihr Geld zu bunkern oder ihre Aktionäre mit immer neuen Rekorddividenden glücklich zu machen. Und es gibt solide öffentliche Finanzen auch nicht, wenn gerade die reichsten Familien und die größten Konzerne kaum noch einen müden Euro zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen und der Staat dabei wegschaut. Und deswegen ist für mich die schwarze Null eigentlich ein Ausdruck einer Nullkompetenz in der Wirtschaftspolitik. Das ist das Urteil des Wirtschaftsweisen Peter Bofinger über Ihre Politik, Frau Kanzlerin. Oder vielleicht erinnern Sie sich auch noch, was Sie im August im schönen Lindau am Bodensee von den Wirtschaftsnobelpreisträgern zu hören bekommen haben. Ich gebe eine kleine Kostprobe. Merkel verfolgt eine völlig falsche Politik. Merkel scheint den Ernst der Lage nicht kapiert zu haben. Merkels Rede sei eine einzige Katastrophe gewesen. Wohlgemerkt, das ist kein Mitschnitt aus einer Mitgliederversammlung der Linken. Das waren die Urteile international renommierter Wirtschaftsnobelpreisträger über Ihre Politik, Frau Merkel. Und wenn Sie vielleicht mal zuhören könnten, vielleicht würde Ihnen das zu denken geben. Aber offensichtlich interessiert Sie das überhaupt nicht. Weggucken, weggucken, wegducken, wegreden. Das ist Ihr Dreiklang im Umgang mit den Gefahren und Problemen der Gegenwart. Man hat allerdings den Eindruck, es gibt etwas, das Ihnen, Frau Merkel, noch wichtiger ist als die Interessen der deutschen Unternehmen. Und das sind die Interessen der amerikanischen Regierung und der amerikanischen Wirtschaft. Bei Ihrer Rede in Sydney, Frau Merkel, haben Sie sich ja furchtbar darüber empört, dass es 25 Jahre nach dem Fall der Mauer immer noch altes Denken in Einflusssphären gibt, dass das internationale Recht mit Füßen tritt. Wer hätte das für möglich gehalten, wurden Sie zitiert. Also da fragt man sich doch ernsthaft, Frau Merkel, wo leben Sie eigentlich? Und wo haben Sie in den letzten Jahren gelebt? Wo haben Sie gelebt, als die USA das internationale Recht im Irak mit Füßen getreten haben, um ihre Einflusssphäre auf das irakische Öl auszudehnen? Wo waren Sie, als unter Beteiligung Deutschlands das internationale Recht in Afghanistan mit Füßen getreten wurde und wird? Wo waren Sie, als Libyen bombardiert wurde, als die syrische Opposition aufgerüstet wurde, Waffenlieferungen an den IS eingeschlossen? War das alles Ihrer Meinung nach in Übereinstimmung mit dem internationalen Recht? Und selbstverständlich ging es da auch nie um Einflusssphäre. Ich darf Ihnen die Lektüre eines Buches empfehlen von Zbigniew Brzezinski, langjähriger Vordenker der US-Außenpolitik. Das Buch aus dem Jahr 1997 trägt den schönen Titel »Die einzige Weltmacht – Amerikas Strategie der Vorherrschaft«. In Bezug auf Europa plädiert Brzezinski dort für eine konsequente NATO-Osterweiterung, zunächst nach Mitteleuropa, dann nach Süden und über die baltischen Republiken und schließlich bis zur Ukraine.
Und zwar weil, wie der Autor schlüssig begründet, ich zitiere, mit jeder Ausdehnung automatisch auch die direkte Einflusssphäre der Vereinigten Staaten erweitert wird. Dieses alte Denken in Einflusssphären, was ja sehr erfolgreich umgesetzt wurde, das ist Ihnen wirklich nie aufgefallen, Frau Merkel. Und da gehörten Sie doch zu denen, die genau das weiter umgesetzt und unterstützt haben in Europa. Sie gehörten doch zu den Vasallen, um in der Sprache Brzezinskis zu bleiben, die genau diese Strategie mitgetragen haben. Frau Merkel, jetzt haben Sie Deutschland in die Neuauflage eines Kalten Krieges mit Russland hineingetrieben, der das politische Klima vergiftet und den Frieden in ganz Europa gefährdet. Sie haben einen sinnlosen Wirtschaftskrieg angezettelt, der vor allem der deutschen und der europäischen Wirtschaft massiv schadet. Und wenn Sie da so herumstöhnen, Sie müssen ja nicht in den Unternehmen sitzen, wo die Aufträge zusammenbrechen. Sie sind da nicht Arbeitnehmer oder Unternehmer. Sie müssen das nicht ausbaden, was Sie angerichtet haben. Sie warnen vor einem Flächenbrand, Frau Merkel. Aber Sie gehören doch zu denen, die mit brennendem Zündholz herumlaufen. Verbale Aufrüstung war noch immer der Anfang von Schlimmerem. Das hat Ihnen Hans-Dietrich Genscher nach Ihrer Rede in Sydney zugerufen. Nein, man muss Putin wirklich nicht mögen. Und man muss auch den russischen Kapitalismus mit seinen Oligarchen nicht mögen. Aber Diplomatie heißt, die Interessen des Gegenübers ernst zu nehmen und sich nicht ignorant über sie hinwegzusetzen. Und es fällt schon auf, wenn inzwischen Helmut Kohl und Michail Gorbatschow nahezu wortgleich warnen, dass ohne eine deutsch-russische Partnerschaft keine Stabilität und keine Sicherheit in Europa möglich ist. Der frühere SPD-Vorsitzende Platzek hat darauf hingewiesen, dass der Handel zwischen Russland und den USA in diesem Jahr gestiegen ist, während der Handel zwischen Russland und Europa und vor allen Dingen Deutschland massive Einbrüche erlebt hat. Als Reaktion arbeitet die CDU daran, sogenannte vermeintliche Russlandversteher wie Herrn Platzek aus dem Petersburger Dialog herauszudrängen. Und statt auf Verstehen setzen Sie offenbar lieber auf Unverstand. In der Ukraine kooperieren Sie mit einem Regime, in dem wichtige Funktionen des Polizei- und Sicherheitsapparates heute mit ausgewiesenen Nazis besetzt werden. Der Präsident Poroschenko redet vom totalen Krieg und hat den Krankenhäusern und Rentnern in der Ostukraine alle Zahlungen abgeklemmt. Und für Premier Yatsenyuk sind die Aufständischen, ich zitiere, Unmenschen, die es auszulöschen gilt. Statt sich mit solchen Hasardeuren zu verbinden, brauchen wir endlich wieder eine deutsche Außenpolitik, der die Sicherheit und der Frieden in Europa wichtiger ist als die Anweisungen aus Washington. In einem Jahr, in dem sich der Beginn des Ersten Weltkriegs zum 100. Mal jährt und der Beginn des Zweiten Weltkriegs zum 75. In so einem Jahr, glaube ich, wäre es dringend angebracht, sich an die Aussage Willy Brandts zu erinnern, Krieg ist nicht die Ultima Ratio. Krieg ist die Ultima Irratio. Krieg darf kein Mittel der Politik mehr sein, Frau Merkel. Und deshalb kehren Sie auf den Weg der Diplomatie zurück, stellen Sie die Sanktionen ein. Und sollten sich in der SPD tatsächlich die Stimmen der außenpolitischen Vernunft durchsetzen, von Helmut Schmidt bis Matthias Platzek, dann bitte, Frau Merkel, hören Sie auf Ihren Koalitionspartner. Beenden Sie dieses Spiel mit dem Feuer. Ich fasse zusammen. Ihre Politik, Frau Merkel, spaltet Deutschland und versündigt sich an der Zukunft, weil Sie nicht den Mut haben, sich den organisierten Interessen von Banken und Konzernen entgegenzustellen. Sie haben das Erbe der Entspannungspolitik verspielt und Europa in einen neuen Kalten Krieg und an den Rand eines Flächenbrands geführt, weil Sie nicht den Mut haben, der US-Regierung Paroli zu bieten. Das ist keine Bilanz, auf die Sie stolz sein sollten. Die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes jedenfalls haben eine bessere Politik verdient. Eine Politik, die den Anspruch Wohlstand für alle endlich einmal wieder ernst nimmt und die zurückkehrt zu einer Politik der guten Nachbarschaft mit allen europäischen Nachbarn.